Wollt ihr wirklich was für Wildbienen tun oder wollt ihr nur hübsche Gartendeko aufhängen und glauben, ey, ich habe was sehr Gutes getan? Ich glaube, ihr gehört zu der Gruppe, die nachhaltig was machen wollen, und deshalb seid ihr genau richtig bei diesem Video. Experte neben mir, der Stefan aus Köln, und der war ja schon mal bei mir. Ja. Und wir haben das Sandarium gebaut, das gucken wir uns auch gleich noch mal kurz an, wie das geworden ist. Und wir sprechen heute über Wildbienen, die Lebensweise, was man falsch machen kann bei den Nisthilfen. Und wir bauen auch gleich eins. Ich weiß nicht, ob das ein kurzes Video wird, aber es ist von hinten bis vorne voll mit Informationen, die euch dabei helfen können, was Gutes für Wildbienen zu tun. Ja, genau. Vielen Dank für die erneute Einladung. Gerne. Ich bin gerne hier bei dir im Garten. Es hat sich auch einiges getan. Ich freue mich gleich auf den Rundgang. Stefan, mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, das Thema Insektensterben, und das nimmt sich natürlich auch die Industrie. Greenwashing, wir wollen alle so tun, als ob wir was für Bienen tun, sei es die Hersteller von Pflanzen. Ich habe im Baumarkt eine Feige gesehen, da war ein Schild dran, bienenfreundliche Pflanze. Jetzt guck mal bitte, ob ihr schon mal eine blühende Feige gesehen habt, wo so eine schöne offene Blüte ist. Also totaler Unsinn, vieles davon. Oft sind auch Honigbienen bei solchen Wildbienen-Nisthilfen abgebildet. Und die sind ja gar nicht dafür da. Nee. Honigbienen haben Völker, die haben ihre wie nennt man das, diese Beuten. Staat, ne, mit mehreren hundert genau. Tieren. Genau. Die werden niemals da reingehen. Nee, richtig. Was ist so die Unterscheidung? Also Wildbiene, Honigbiene. Hatten wir ja eben schon mal drüber gesprochen. War ein schönes Beispiel. Du hast gesagt, Honigbiene kannst du so mit Kühen im Stall oder auf der Weide oder Schweinen, also Nutztieren, die von Menschen gehalten werden. Die Honigbiene ist einfach ein Nutztier und wir haben den Honig davon. Und natürlich trägt die erheblich dazu bei, dass unsere Ernten, unsere Gemüse und Obst bestäubt wird. Raps, richtig. Obstfelder. Genau. Und da ist sie auch zu Hause, sage ich mal. Unschlagbar, die Leistung, ne? Richtig, richtig. Und total wichtig auch für uns. Genau. Nicht falsch verstehen, wir sagen hier nichts gegen die Honigbiene. Nur man muss es unterscheiden. Genau. Und man sollte wissen, was der Unterschied ist, und dass man jetzt insbesondere in den letzten Jahren war es sehr populär, dass sich Leute Honigbienenvölker gerade im städtischen Bereich auf den Balkon stellen. Du bist ja auch aus der Stadt. Richtig. Und da habe ich das natürlich mitbekommen und muss dann immer ein bisschen aufklären, was eigentlich der Unterschied ist und dass es bei Wildbienen gar nicht so um Honig geht. Und was ist denn, wenn jetzt Leute ohne viel Ahnung sich Bienenvolk aufstellen, weil sie glauben, sie machen was gegen das Insektensterben? Es ist nicht so toll. Erstmal, ich glaube, es ist eine sehr große Gefahr, dass das ganze Volk stirbt. Vor allem, wenn du nicht genug Ahnung davon hast. Mhm. Von Varroa über, die finden einfach nicht genug Nahrung. Mhm. Aber ich glaube, das andere ist auch, da gibt es so eine gewisse Konkurrenz. Bei einem eh begrenzten Angebot, da stellt man jetzt auch noch den Wildbienen und Käfern und anderen einfach so einen Kasten dahin, wo ja hunderte Tiere auf einmal rauskommen, die auch recht stark sind. Genau, und einen Stachel vor allen Dingen haben, und da wird die ohnehin eingeschränkte Population an wilden Tieren doch verdrängt von diesen hunderten Tieren. Und das wäre natürlich, ist ja eigentlich nicht das, was wir wollen, weil wir wollen eine Artenvielfalt, sowohl bei den Pflanzen als auch bei den Tieren. Also wenn ihr euch mit Imkerei beschäftigt und das selber machen wollt, bitte schaut, dass ihr das passende Wissen dazu habt, dass auch in der paar Kilometer um euch das entsprechende Nahrungsangebot ist. Zum Beispiel meine YouTube-Kollegen Ralf und Rigotti, die haben ja auch seit Jahren Bienenvölker. Genau. Und die wohnen aber auch relativ ländlich. Da funktioniert das gut. Ja, und die pflanzen natürlich auch Blühendes und achten auf die Natur im Allgemeinen. Und dann passt das auch zusammen. Und da wollen wir auch gar nichts gegen sagen. Auch abstrus ein bisschen, wenn Firmen das machen. So Greenwashing, stellen sich dann auf ihr Dach Völker. In Köln an einigen Stellen gesehen, finde ich persönlich auch nicht so gut. Ist halt nicht wirklich das, was man erreichen will. Nein, damit ist überhaupt nicht keinem geholfen. Also sich auf ein Bürodach in einer asphaltierten Stelle der Stadt Honigbienenvölker zu stellen und damit dann zu sagen, wir tun was gegen das Bienensterben,
Das geht auf gar keinen Fall. Aber dann lass uns doch mal wirklich was für die Wildbienen tun, nämlich mit Aufklärung, weil ich finde die Lebensweise super interessant. Und du hast hier diese Tafel mitgebracht und die Bilder blende ich euch ein natürlich. Und da sind zwei Niströhren im Querschnitt mal gezeigt. Richtig, und hier kann man mal in so eine Niströhre bei der oberen, reinschauen. Du hast erst eine Leerkammer und dann diese verschiedenen Kammern. Also das ist nicht von dem Gras die einzelnen Kammern. Das hat die Biene da reingemacht, richtig? Genau, die Wildbiene sucht sich eine Röhre aus und beginnt dann hinten in dieser Röhre mit Lehm auszukleiden und immer einzelne Nistkammern anzulegen. In jeder Kammer ist ein Pollenvorrat und ein Ei. Und das macht sie, bis sie vorne vorgekommen ist. Lässt, wie du schon gesagt hast, eine Leerkammer. Gegen Vögel. Richtig, die Meise oder der Specht, die kommen gerne mal vorbei und picken das auf. Und genau, macht das ein paar Mal, wenn sie genug Pollen in der Umgebung findet. Und dann geht's vom Eingang nach hinten erstmal mit männlichen Eiern weiter. Auf dem zweiten Bild, was du hier eingeblendet hast, sieht man das ganz gut. Die letzten drei Kokons sind deutlich größer als die davor. Das sind die weiblichen und davor nur männliche. Warum werden die männlichen eher geopfert? Weil die weiblichen wichtiger sind. Nee, das hat eigentlich einen anderen Grund. Also es sollten immer mehr männliche Wildbienen da sein, damit sich der Stärkste am Ende durchsetzt und sich paart und damit die folgenden Generationen abgehärtet sind. Ihr habt euch so eine Nisthilfe, entweder so eine oder ich sag mal eine richtige, da reden wir gleich noch drüber, in den Garten gehängt und ihr seht dann, einige Röhren sind vorne verschlossen. Interessanterweise, ich habe gesehen, je nachdem, was ein Material das der Verschluss ist, kann man sogar sehen, welche Art da drin ist. Mitunter geht es sehr schnell, dass sie diese Kammern volllegen und dann sieht man am nächsten Tag nur noch den Verschluss. Aber die unterschiedlichen Arten benutzen auch unterschiedliches Material. Genau. Und dann sieht man im nächsten, das ist im Sommer, die sind zu oder im Herbst und dann im Frühjahr. Und dann denkt man sich, ach ja, das Tier ist gestorben. Borste doch mal auf für die nächsten. Hatte ich sogar mal ein Video drüber gemacht, ja, dass man das nicht machen soll. Nein, die brauchen mitunter sehr lange von der Eiablage bis zum Schlupf. Richtig, also die sind, man kann sagen, ein Jahr da drin. Am Beispiel der Mauerbiene kann man das ganz gut nachvollziehen. Im Frühjahr, wenn der Obstbaum blüht, dann braucht er den Bestäuber. Das ist in dem Fall die Mauerbiene. Die fliegt dahin, sammelt den Pollen, lagert den ein, bestäubt somit den Baum. Und dann ist der Baum bestäubt, es entwickelt sich der Apfel und der Baum braucht den Bestäuber nicht mehr. Deswegen gibt es dann die Mauerbiene auch nicht mehr. Der Apfel wächst, du erntest, ich esse. Und im nächsten Jahr, wenn der Baum dann wieder blüht, braucht er wieder den Bestäuber. Generation. Und da kommt dann die nächste Generation aus diesen Röhren raus. Also erstes bitte Geduld haben und nicht da irgendwie versuchen einzugreifen. Nein. Aber wenn wir uns diese Röhren noch mal anschauen hier, da sehe ich schon mal zwei Sachen. Erstmal den eingelagerten Pollen. Das können wir ja nur bedingt mit unseren Gartenflächen steuern, nämlich indem wir für Nahrungsangebot. Nicht nur das Hotel, sondern auch das Restaurant daneben. Das ist sogar viel wichtiger, dass erstmal die Nahrung da ist und dann kann man als Ergänzung so ein Insektenhotel oder eine Nisthilfe aufhängen. Und ich sage dazu immer, ja natürlich, Wildblumen sind schön aber und auch nützlich für viele, aber trotzdem, es soll euch bitte nicht davon abhalten, wenn ihr irgendeine einen Flieder haben wollt oder eine Rose, irgendwelche Pflanzen, die ihr gerne in euren Gärten haben wollt, pflanzt sie bitte. Auch wenn nicht direkt eine Wildbienenart was von hat, sorgt aber auf der anderen Seite, dass genug von den anderen Pflanzen da sind. Genau, wir brauchen einfach einen Artenreichtum und da darf auch zwischendurch mal der Flieder stehen. Da sage ich auch nichts gegen. Ja, jetzt stellen sich die Haare auf. Also die gibt es natürlich bei mir im Garten nicht, aber wer die haben möchte, dann sei es ihm gegönnt, wenn an anderer Stelle auch die anderen Pflanzen wachsen dürfen. Und wichtig, du hattest eben das Beispiel mit der Apfelblüte genannt. Die verschiedenen Wildbienenarten, die fliegen und sammeln Pollen nicht alle zur selben Zeit. Es gibt auch welche, die sind erst sehr spät unterwegs. Und da ist es natürlich immer sehr gut, irgendwas Sinnvolles, Blühendes zu haben. Genau, ganzjährig sagt man, also das fängt an mit der Obstblüte im Frühjahr und endet mit dem Efeu, der auch sehr wichtig ist
für viele Insekten als letzte Nahrungsquelle im Herbst dann. Das nächste aber, was man hier sehen kann, sind die Zwischenwände. Und die sind meistens hier aus Lehm? Genau, Bodenmaterial, was die Wildbiene in der Umgebung findet. So, und wenn man jetzt hier wie bei mir im Garten, daneben sind Felder und so, da findet die in der Regel genug. Besser okay. noch da in dem Sandarium, da haben wir extra unten diese Lehmspeicher oder du hier in diesem großen, was du so baust, da ist auch schon Lehm drin. In der Stadt könnte es teilweise schwierig werden, aber besorgt euch von irgendwo Lehm und baut euch auch solche Lehmkacheln und stellt die einfach zur Verfügung. Und ihr werdet sehen, das wird angenommen. Genau, also man kann auch, also entweder wenn man jetzt einen kleinen Garten hat, ne, dann einfach ein kleines Loch ausheben, immer darauf achten, dass wenn mal was reinfällt, auch wieder rauskrabbeln kann. Aber das ist schon ideales Baumaterial, was da unten im Boden ist. Ne? Mhm. Ansonsten kann man sich auch Lehmmaterial besorgen und dann mit Wasser gemischt als feuchtes Material anbieten. Und wenn ihr richtig auf die Kacke hauen wollt, dann türmt irgendwo einen Lehmhaufen auf. Ist auch gleichzeitig für viele Arten direkt als Nisthilfe zum rein. Genau, du sagst es, das ist der Lebensraum, wo sogar die meisten Arten zu Hause sind. Also zum einen in dem Sandarium oder in einer Lehmsteilwand, die wir ja auch mit solchen Sachen nachbauen. Da sind die meisten Wildbienenarten drin. Ein paar wenige gehen dann in solche Insektenhotels. Und darüber reden wir jetzt. Und du hast eben tatsächlich, bist du in den Baumarkt gefahren und hast dieses wunderschöne Exemplar. Zum ersten Mal habe ich es doch getan und so ein Insektenhotel gekauft, genau. Was hat das gekostet? 20 Euro, okay. Also 19,95. Ist gar nicht so günstig. Also es gibt natürlich günstigere, aber die sind dann auch noch schlechter, sag ich. Ja. Es hat ein paar positive Sachen, aber es hat mehr negative. Analysieren wir das doch einfach mal. Wir haben hier diese lackierten Flächen. Das ist schon mal warum. Soll das eine Farbe sein, die spezielle Insekten anlockt? Oder? Nein, das ist rein für den Menschen als dekorativer Aspekt das dabei. Fiese Anthrazit das ist hier. Wow. Genau, so eine schöne Betonoptik. Ja. Also diese Schlitze, da liest man dann zu, dass da Schmetterlinge reingehen sollen. Ich habe da noch nie einen drin gesehen. Hat mir auch wirklich noch kein Kunde irgendwie bestätigt, dass da irgendwann mal ein Schmetterling drin ist. Weil die meisten Falter ja hier nicht als Falter überwintern. Und wenn die wenigen Arten, also Zitronenfalter, den habe ich hier eben schon gesehen, der braucht Bäume. Die sitzen in den Bäumen im Winter. Genau, die halten da Winterstarre. Die suchen niemals nach solchen leeren Kammern. Also unnötig. Da oben einfach ein paar Löcher rein. Für Ohrenkneifer? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, der Lack wird ihn auf jeden Fall sicherlich davon abhalten. Es kann natürlich sein, durch Zufälle, wie auch immer, da mal was sich drin verirrt, aber es ist nicht so, dass diese Tiere danach suchen. Mhm. Dann haben wir hier dieses Gitter mit irgendeinem Müll. Holzreste. Hat jemand nicht mehr gebraucht. Hat sich gedacht, packe ich mal hier rein und verkaufe das für 20 Euro. Wofür soll das sein? Ja, Flurfliegen? Flurfliegen, Ohrenkneifer oder auch Marienkäfer. Aber unwahrscheinlich, auch sehr unwahrscheinlich, weil das kommt ja so in der Natur auch gar nicht vor. Ja gut, Häuser auch nicht. Und Marienkäfer überwintern ja auch gerne mal. Ja, das ist richtig. Also die Idee ist natürlich, dass diese Tiere einen Rückzugsort brauchen und suchen und dann hierin finden. Aber wie ich eben schon gesagt habe, das ist reiner Zufall, dass sich da mal eine Flurfliege drin verirrt. Jetzt haben wir hier verschiedene Röhren, was ich schon mal gut finde, die Ränder vorne sind nicht ausgefranst. Das mögen die gar nicht. Wenn man so ganz billiges, feuchtes Material hat, dann ist das, steht das praktisch wie so eine Reuse dahin. Im schlimmsten Fall kommt sie rein, aber nicht mehr raus. Richtig, also man sollte darauf achten, dass solche Röhrchen immer schön sauber sind vorne. Zur Not werden die einfach ein bisschen beigeschliffen, um das zu verhindern. Ne? Genau, richtig. Verschiedene Größen finde ich eigentlich ganz gut. Verschiedene Größen, weil wir wissen, es gibt einen Artenreichtum, sehr viele verschiedene Arten, die hier reingehen und da gibt es große und auch kleine. Also so weit, so gut erstmal. So weit, so gut, genau. Dann haben wir hier, Denn wir locken hiermit Wildbienen oder auch solitär lebende Wespen an, denn die suchen nach genau solchen Röhreneingängen. Und auch Wespen, da gibt es unglaublich viele Arten, nicht nur diese Wespen, von denen sich viele im Sommer gestört fühlen. Erzwespen,
Gut, diese Boden, Feldwespe. Grabwespe, da kannst du auch gerne ein Bild einblenden. Das sieht man hier auf der Tafel auch nochmal. Die Grabwespe ist ein ganz kleines schwarzes Fliegetier, sage ich mal, und die sammelt Blattläuse und lagert sie. Super sinnvoll im Gemüse. Also ein absoluter Nützling, braucht eher kleinere Durchmesser, 3-4 mm. Dann gibt es hier unten diese größeren Holzdinger, wo 3 Löcher drin sind. Und wenn ich jetzt mal. Riech mal dran, das ist Nadelholz. Ja, definitiv. Das riecht man sofort, das ist Nadelholz. Hast du nicht bei deinen, ne? Nein, also man sagt, wenn man sich auch sowas selber bauen will, auf jeden Fall Hartholz muss es sein. Eiche, Buche, Esche. Robinie. Oder wie bei diesen Stämmen, Robinie, genau. Weil, wegen dem Harzen und? Genau, es gibt zwei Gründe. Also einmal könnten Nadelhölzer harzen, das heißt die Röhre verklebt, kann nicht genutzt werden. Oder im schlimmsten Fall gibt es dann Harztropfen, wo sich dann die Biene dran verklebt. Das wollen wir natürlich nicht. Der andere Aspekt ist, dass nach dem Bohren sieht diese Röhre erstmal schön aus. Dann hängst du es auf und durch die hohe Luftfeuchtigkeit bei Regentagen stellen sich im Inneren die Fasern wieder auf. Das ist eine Häuse, ne? Richtig, das ist bei allen Weichhölzern so und deswegen Finger davon lassen. So, und dann gibt es aber noch einen ganz großen Kritikpunkt, wobei du schon gesagt hast, das kann man machen, das ist schon mal, ist okay, aber im Idealfall wäre es schon, also es reicht das in der Regel nicht. Also es ist okay. Genau, wir haben ja eben die eingeblendeten Fotos gesehen und das ist so ein Röhrchen, das hat bestimmt 15, 20 cm und da passen viele Kammern hintereinander. Das heißt, die Wildbiene hat auch nicht so viel Arbeit mit dem Verschluss vorne und kann schön viele Nachkömmlinge da reinsetzen. Das ist bei diesen kurzen Röhren auch mit dem Hintergrund dieser Leerkammer vorne eigentlich zu wenig. Mhm. Wenn das jetzt zum Beispiel aus Hartholz ist und man hat halt die normalen Bohrer zu Hause, dann ist das schon okay, wenn das bei so ein paar Röhren ist. Aber gerade bei diesen Bambus- und Schilfröhrchen, die ja eigentlich länger sein könnten, sollte man darauf achten, dass die wirklich auch ihre 10, 15 cm haben. Jetzt gibt es ja neben diesen, wir bauen gleich eins, auch mit Lehm und allem Möglichen. Jetzt ist es ja mit den Nisthilfen ja nicht getan. So, wir können ja auch auf vielfältige andere Art unterstützen. Das eine ist das Nahrungsangebot. Das andere ist, wenn wir mal unseren, gerade im Garten, Ordnungssinn über Bord werfen wollen. Unsere Meinungen, Gemüsegärtner, Naturgärtner, die stehen nicht gegeneinander. Die stehen nicht gegeneinander. Aber wir müssen, wir müssen einen Kompromiss finden. Genau, richtig. So, ich sage natürlich, okay, ich lasse zum Beispiel viele Sachen im Beet über den Winter stehen, liegen. Nur, wenn im Frühjahr, dann muss irgendwann das Alte abgeräumt werden, damit ich mal die Beete nutzen kann. Denn dafür habe ich sie ja, um eigene Nahrung anzubauen. Ist ja, ja auch wertvoll. Ja. Du sagst. Naja, also wir können ja mal überlegen, was ist denn eigentlich das natürliche Nisthabitat, wenn man sich so ein Insektenhotel anguckt. Und genau, das sind dann solche Schilf, Bambus oder andere hohle Pflanzenstängel, die im Herbst abknicken. Ja. Und diese Röhre liegt dann da und dann kommt im Frühjahr nach einigen Wochen, Monaten dann die Wildbiene vorbei, besiedelt diese Röhre. Und dann muss diese Brut da drin ein Jahr quasi überdauern, bis sie im nächsten Jahr dann schlüpft. Das heißt, dieser Halm muss dann auch entsprechend so lange da liegen. Und ich kann auch verstehen, dass das an der einen oder anderen Stelle nicht möglich ist, aber dann einfach dieses Material nehmen und nicht weg zur Kompostanlage, sondern einfach irgendwo, wo es nicht stört, zwischenlagern. Mhm. Und da hat man dann auf natürliche Weise solche Nistgelegenheiten geschaffen. Stefan, das ist ja ungefähr 3 Monate her, seitdem du das letzte Mal gesehen hast. Was kannst du da so beobachten? Also ja, kann man unheimlich wenig beobachten, aber man sieht schon, dass richtig viel passiert ist. Also jetzt gerade auch sehe ich da vorne irgendeine kleine Wespe, die da auf der Suche ist. Und man sieht auch schon, dass sehr viel Aushubmaterial unter der Lehmstallwand liegt. Das heißt, da hat einer ordentlich gebuddelt. Und wenn du mal auf dem Sand guckst, da sind Löcher drin. Ja, man sieht hier auch tatsächlich einige offene Löcher. Und immer wenn da so ein kleines Türmchen daneben ist, bedeutet das auch, dass da tatsächlich sich wahrscheinlich eine Wildbiene reingegraben hat.
So, Stefan, jetzt haben wir viel geredet. Jetzt bauen wir was. Wir bauen jetzt dieses hübsche Ding. Nein, das bauen wir jetzt nicht nach. Nein, wir bauen das aber in gut. In gut. Und zwar hast du hier das schon mal vorbereitet. Genau. Und das Erste, was ich sehe, die Hölzer sind hier viel dicker. Ja, wenn man sich das, diese Insektenhotels aus dem Baumarkt anschaut, dann gilt da natürlich der Punkt, weniger Material bedeutet auch weniger Kosten in der Herstellung und alles andere ist egal. Das ist natürlich schade, wenn da auch die ersten Wildbienen einziehen und nach ein, zwei Jahren fällt so ein Teil auseinander. Klar. Deswegen wäre es schon gut, wenn man einfach auf dicke, robuste Hölzer zurückgreift. Die sind natürlich viel widerstandsfähiger. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Was haben wir hier? Du hast einen Kasten. Also ich meine, sowas hast du ja auch hier. Einfach so ein Holzblock mit Löchern drin. Aber wir bauen es jetzt noch mal ein bisschen. Genau, wir versuchen jetzt hier die wichtigsten Teile, die man in so einem Insektenhotel einbauen kann, einfach nachzubauen. Das heißt, wir haben hier ein gebohrtes Hartholz. Wir kleben jetzt hier mit verschiedenen Größen. Genau, richtig. Wir platzieren da drumherum ein paar Röhrchen und hier unten bauen wir eine kleine Lehmstahlwand ein. Als Erstes kleben wir die Röhrchen ein und dafür nutze ich ganz gerne reines Lehmpulver mit Wasser gemischt. Das ist wie ein natürlicher Kleber. Das heißt, warte mal, die sind von beiden Seiten offen. Genau, der Knoten. Dürfen die das sein? Der Knoten wird rausgeschnitten und jetzt sind die durchgehend offen. Wenn man die jetzt so anbieten würde, würde die Wildbiene nicht reingehen. Also okay. Für die muss das hinten geschlossen sein. Okay. Wir mischen jetzt das Lehmpulver an und wenn das eine feste Konsistenz hat, füllen wir es einfach in den Kasten und stecken dann die Röhrchen rein. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ja, das ist super. Das können wir jetzt hier in den Kasten einfüllen. Wie, das kippe ich jetzt einfach? Ja, nicht gerade in die Löcher da, aber das Ganze? Ja, das verteilen wir dann schön da drin. So sieht es gut aus und jetzt können wir die Röhrchen einfach da reinstecken. Und ich habe jetzt hier Bambus und Schilfhalme in 12 cm Länge. Und die platziere ich jetzt einfach so rundherum und drücke die schön feste in den Lehm rein. Da kannst du sogar deine Kinder für begeistern, wenn du sowas zusammen mit denen machst. Ne? Auf jeden Fall. Das ist eine schöne Bastelaktion. Und auch nicht schwierig selber zu machen. Wer Bambus auch im Garten hat, könnte den sammeln und trocknen lassen und die Stücke dann selber da rausschneiden. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass man 2 bis 9 mm an Lochdurchmessern anbieten kann. Und man kann auch mal ein Röhrchen, was 10, 11 mm Durchmesser hat, verwenden. Aber viel größer sollte es dann nicht sein. Das ist dann zu anstrengend. Ne? Die müssen dann zu viel Zeugs reinschleppen. Richtig, die transportieren da ja ganz schön viel Lehm rein. Und insbesondere der Verschluss vorne ist sehr aufwendig. Und wenn diese Röhrchen jetzt zu groß sind, dann ist denen das zu viel Arbeit. Kann ich verstehen. Jetzt geht es weiter mit dem Lehm. Den Lehm haben wir uns hier aus meinem Erdloch geholt. Der ist noch relativ feucht. Was machst du jetzt damit? Genau, der ist perfekt. Man kann einmal die Konsistenz so überprüfen, indem man den zusammendrückt. Und wenn das dann so ein Ball bleibt, dann ist das ideales Material dafür. Wir bauen also jetzt so eine kleine Lehmstallwand. Da können sich die Wildbienen und Wespenarten zum einen Material abkratzen, um diese Röhrenausbau zu machen. Zum anderen gibt es aber auch Arten, die da drin nisten und sich in dieses Material selbstständig Gänge reinnagen. Das sind auch andere Arten als die, die in die Röhren gehen. Zum Beispiel Frühlingspelzbiene oder Schornsteinwespe. Dieses Material baue ich jetzt lagenweise ein und drücke das immer mal wieder so fest. Hier sieht man jetzt, dass ein kleiner Humusanteil drin ist, aber das ist auch kein Problem, weil ich sage, ne, so wie es in der Natur vorkommt, so versuchen wir das hier nachzubauen. Was machst du jetzt noch? Jetzt machen wir da so ein paar Anlockbohrungen rein. Dafür nehme ich jetzt einfach meine Pfeile, mit denen ich eigentlich immer die Holzbohrlöcher sauber feile.
Ansonsten mit dem Akkubohrer wie letztes Mal. Genau, richtig. Eine Metallstange oder irgendwas Ähnliches, womit man dann halt diese Löcher reinkriegt. Und die Frühlingsbiene zum Beispiel, die ist auch sehr bequem und freut sich, dass da schon so ein Loch vorbereitet ist. Du hast da noch ein Gitter liegen. Ja, das ist ganz wichtig meiner Meinung nach, wenn es um die Röhrchen geht, weil die Meisen, haben wir ja eben gehört, kommen zwar nicht an die Brut ran, weil es vorne immer eine Leerkammer gibt, aber die ziehen sehr gerne diese Röhrchen raus. Und wenn die dann unten liegen, picken sie da dann rum. Deswegen macht das auf jeden Fall Sinn, wenn man solche Röhrchen hat, da noch ein Gitter dran zu machen. Ein Vogelschutzgitter, das ist auch, damit der Specht nicht am Ende noch da rumhackt und die Brut auffrisst. Der Abstand zwischen dem Draht und den Niströhrchen sollte mindestens 4 cm haben, weil so ein Schnabel ja auch eine gewisse Länge hat und damit die da überhaupt gar nicht erst drankommen. Und die Maschenweite? Die Maschenweite, da sage ich 2x2 cm. Wenn es kleiner wird, wird es sehr unbequem für die Wildbienen, weil die müssen ja fliegend da durchpassen. Und so eine große Mauerbiene, die würde sich da schon hin und wieder dann dran stolpern. Und wer es noch ein bisschen bequemer machen möchte, der kann hier einen aufrechten Steg wegknipsen. Dann hat man also die doppelte Breite als Einflug. Das ist mal was echt Solides für Wildbienen. Nicht nur für Wildbienen, auch für andere Insekten, die sich über den Lehm freuen. Und jetzt kommen wir aber noch zu einem ganz wichtigen Thema, das Aufstellen. Da gibt es ja auch, soll man das voll in die Sonne hängen, brutzeln die dann nicht weg oder im Sommer oder darf es nass werden, darf es in Schatten, darf man es einfach auf den Boden stellen, wenn aufhängen, wie hoch? Wir fangen einfach mal an mit der Ausrichtung, das heißt die Niströhren, die Öffnungen sollten Richtung Süd-Südost zeigen. Der Vorteil ist, dass man dann das Wetter hinter sich hat. Das heißt, die. Also immer entgegengesetzt zur Hauptwindrichtung, wenn man die Hauptwindrichtung kennt. Ja, die ist in dem Fall Westen und hier bei uns und deswegen Richtung Süd-Südost. Irgendwann am Tag sollte auch mal Sonne drankommen. Darf auch ruhig sonnig hängen. Es wird nicht zu heiß in dem Kasten. Wir haben ein gutes, dickes Dach. Im Hochsommer, wenn es richtig heiß ist und die Sonne oben steht, haben wir hier genug Wetterschutz, auch gegen die Sonne. Dann direkt auf dem Boden, alles was den Boden berührt, wird feucht und nass und bleibt das auch. Und das wollen wir hier natürlich nicht, deswegen leicht erhöht, mindestens 30-40 cm, sage ich mal. Aber dann ist eigentlich, gibt es kaum eine Grenze, weil auch im dritten Stock funktioniert sowas wunderbar. Du hast ja hier hinter uns diese riesen Nisthilfe aufgebaut. Die gibt es zum Beispiel nur in deinem Shop. Aber wir haben viele, zum Beispiel diese Stämme bis 1,20 Meter, die gibt es auch bei uns im Shop von dir. Und auch das Baumaterial. Also wer sich jetzt sowas selber bauen möchte, die Bambusröhrchen gibt es dann auch bei dir. Da ist auch immer ein Beutel Lehm dabei zum Einkleben. Genau. Und du hast mir eben gesagt, das ist so die Maximalgröße. Weil in der Natur, da liegt hier mal ein Halm, da liegt da mal was. Das sind ja schon ein paar hundert Röhren, aber es gibt auch solche richtige Wände, da sind ein paar tausend Röhren drin. Mhm. Ist auch nicht so ideal, gerade wegen den Parasiten. Ja, das ist meine Erklärung so ein bisschen dazu, dass so riesige Insektenwände, Insektenhotels, die dann aufgestellt werden. Greenwashing. Richtig. Das fällt immer unter den Begriff. Ne? Man möchte möglichst viel auf einmal tun und baut dann ganz große Hotels. Und das ist aber auch wieder kontraproduktiv. Das kann zu einer Ausbreitung dieses Schädlings kommen. Ja, zumindest jahresweise, sage ich mal, der Buntkäfer, der dann hier ja leichtes Spiel hat, weil er tausende Röhren nebeneinander findet, wo er überall seine Brut reinlegen kann, seine eigene. Und dann gibt es natürlich im nächsten Jahr sehr, sehr viele Buntkäfer an dieser Stelle. Und die Wildbienen haben es dann wieder schwieriger. Ihr seht, also wenn ihr das ganze Video bisher verfolgt habt, und das hoffe ich, dann habt ihr gesehen, es ist eigentlich gar nicht so schwer, wirklich nachhaltig was für Wildbienen zu tun, was halt nicht einfach nur Gartendeko ist.
Und ich habe mich mal wieder gefreut, Stefan, dass du hier warst. Ich denke, das ist ein sehr interessantes Video für viele jetzt gewesen. Und ich hoffe, ihr stellt euch vielleicht auch sowas in eure Gärten. Und damit wären wir am Ende dieses Videos. Falls ihr euch noch ein Video mit Stefan zu einem speziellen Thema wünscht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir wollten ja noch unseren Käferkeller bauen, aber das machen wir wahrscheinlich jetzt besser erst im Herbst. Ja, ist ein schönes Herbstthema, aber kann man natürlich jederzeit bauen. Oder irgendwelche Fragen. Stefan guckt auch mal in die Kommentare. Auf jeden Fall. Also dieses Thema ist ja sehr umfangreich und da gibt es sehr, sehr viele Fragen, die vielleicht noch offen geblieben sind. Einfach unten in die Kommentare und ich lese da alle paar Tage mal drüber und beantworte dann auch gerne. Super. Ja, also wie gesagt, schön, dass du hier warst und hat euch das Video gefallen, gebt ihm einen Daumen nach oben, schreibt was in die Kommentare, empfehlt gerne diesen Kanal weiter und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Und wir suchen jetzt einen Platz hierfür. Ja, genau. Also ich habe keine Bäume, meine Bäume würden sich biegen, wenn das da, die sind noch so klein.